Hallo lieber Sigi, was kochen wir denn Schönes? So, dann machen wir jetzt ein schönes Kalbschulterscherzel. Habe ich bestellt bei Gourmet Wiesbauer. Internet perfekt. Geliefert bekommen. Wunderschönes Stück. Das werden wir dann jetzt ein bisschen zuparieren, das geht alles weg. Ja, okay. Dann werden wir es ein bisschen mit Wurzelwerk anbraten in der Pfanne. Und dann machen wir schöne Soße. Und dazu geben wir ein paar feine Nudeln und ein bisschen Gemüse. Das habe ich da hier schon vorbereitet. Ja. Das werden wir dann auch schön glasieren. Als Beilage. Sigi putzt bzw. pariert das Fleisch. Die Abschnitte heben wir uns für die Soße auf. Das ganze Kalbsschulterscherzerl nun auf beiden Seiten salzen und pfeffern. So, da werden wir mal anbraten. Ja. Ja, man hört schon. Schön. Ja. Jetzt brutzelt das ein bisschen, eine schöne braune Farbe. In der Zwischenzeit schneiden wir ein bisschen Wurzelgemüse, dass wir mitrösten. Muss man nicht schälen. Wichtig beim Fleisch ist, es nur so lange anzubraten, bis es auf beiden Seiten eine gute Farbe hat. Jetzt kommt alles zum Fleisch in die Pfanne, auch die Abschnitte. Nach kurzem gemeinsamen Anbraten aller Zutaten nehmen wir das Fleisch heraus, um das Gemüse zu tomatisieren. Aufgegossen wird mit Kalbsfond. Dann gibt man aus. Da kann man auch einen fertigen einfach, das kann man schon jetzt fertig kaufen. Ja, den kann man schon fertig kaufen, das ist kein Problem. Ja, oder sonst nehme ich immer Wasser, wenn ich habe. Ja, dann muss man halt nur besser würzen. Ja. Welche Kräuter nimmst du? Thymian, Gleich den ganzen? Gleich so, wie es ist. Ja, das gibt herrlichen Duft. Dann. Ja. Ein bisschen Rosmarin dazu. Und jetzt geben wir das schöne Stück rauf. Und da kocht es unten drunter. Und das köchelt und das geben wir ins Backrohr. Dann immer wieder übergießen. Ja, mal drehen. Mit der eigenen Soße genau, übergießen. Ja. Und der Saft, das austritt, verbindet sich mit dem und es wird hervorragend. Herrliche Traumhaft. Sache. Backrohr ist warm. Backrohr 180 Grad. Ja. Herrlich. Währenddessen ist das Gemüse an der Reihe. Zuerst werden die Karotten angeröstet und mit wenig Wasser wird aufgegossen. Dann lassen wir sie weiter dünsten. Wenn die Karotten bissfest sind, die Fisolen beigeben. Den Effekt eines Dampfgarers erzielt man, wenn man das Gemüse zudeckt. Also in dem Fall dürfen kann man wir einen jetzt Deckel, soll man auch einen Deckel verwenden. Zum Schluss noch die Erbsenschoten hinzufügen. Der Braten ist fertig und kommt aus dem Ofen. Sigi, nach einer Stunde, was bringst du Herrliches? Schaut das nicht herrlich aus? Traumhaft. Ich sehe, die Nudeln sind schon vorbereitet. Ja, die habe ich auch schon vorbereitet, also wunderschön. Rechtzeitig zum Anrichten gesellt sich auch unsere Glücksbringerin zu uns. Happy New Year! Nach dem Anrichten vollendet Sigi das Gericht mit Bratensauce und Rosmarin. Super. Ganz ein schönes Natursaft, da braucht man gar nicht viel abbinden oder sonst irgendwas. Braucht man einfach nicht. So gelassen. So. Also in dem Fall jetzt Rosmarin dazu. So. Herrlich, oder? Traumhaft. Unser BioWorld Weintipp. Dazu ist es ein Chateau Bernadotte. Ja, der klingt ja schon sehr nobel. Ich finde auch nobel. Ja, wunderschöne Farbe. Ja, der passt herrlich dazu. Schaut so schön fruchtig-bärig aus. Oder die Farbe, das ist. Na, schauen wir mal, riechen wir mal. Riecht erdig. Schau bitte. Sehr erdig. Köstlich. Ja, das ist schon. Zum Wohl. Prost. Doch, noch hat er noch eine kleine Säure. Passt wunderbar. Also wirklich. Gut zu Fleischgerichten dann auch. Ja.
Ich hoffe, Sie haben alle brav an den Knöpfen gedreht. Danke, Sigi, danke, Sonja. Und wir wünschen viel Glück fürs Jahr 2012. Wiederschauen. Und natürlich viel Freude beim Nachkochen. Happy New Year!